Bitte, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist ein Video zu dem Spiel Battle Brothers. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut auf dem Spielemarkt, was es denn für interessante Singleplayer-Titel gibt. Und das hier scheint so ein bisschen vom Typ her zu sein wie Mount & Blade. Und Mount & Blade Warband, insbesondere Warband eben, mochte ich damals sehr gerne. Also man führt hier so eine Söldnergemeinschaft in der Welt rum und kann, glaube ich, handeln, kämpfen etc. Das ist jetzt mein allererstes Spielen von dem Spiel. Also ich bin jetzt gerade frisch ins Hauptmenü gekommen. Ich habe also noch keine Ahnung, was mich treffen wird. Ich mache jetzt mal Veteran, auch wenn ich es bisher noch nicht gespielt habe. Okay, ja, ich bin ja Genre-Veteran, also denke ich, wird das schon passen vom von der Schwierigkeit her. Company Name. Wir nennen die jetzt einfach mal die Battlemeister. Ein Eberkopf, Bär, Greif. Ich glaube, ein Eber gefällt mir ganz gut. Oh, hier gibt es ja eine ganze Menge an Auswahlmöglichkeiten. Nehmen wir den Eberkopf. Late Game Crisis. Krieg. Greenskin Invasion, da werden dann wahrscheinlich Orks kommen oder eine Undead Scourge. Machen wir einfach mal random, damit wir nicht wissen, was uns erwarten wird. Jetzt schon sehr gespannt. Habe einfach jetzt erstmal ein Spiel gesucht, was man einfach, wie gesagt, im Singleplayer auch mal spielen kann, wo man keine Mitspieler braucht, das einfach nur mal eine halbe Stunde anmachen kann. So, it all went wrong 2 days ago. Bla bla bla. Also wir scheinen wohl von irgendjemandem von Hogarth the Weasel überfallen worden zu sein. Und wir wurden verwundet dabei. Wir sind Anführer von so einer Company. Und wir sind jetzt der Anführer von einer Truppe, die noch ein paar Männer übrig hat. To the end. Und jetzt müssen wir wohl auch gegen Hogarth kämpfen, so sieht es zumindest aus. Das läuft automatisch. So, jetzt sind wir dran. Brigand Thug, wen haben wir hier hinten? Da hinten ist Hogarth the Weasel. Okay. Wie sieht das denn aus? Shoot Bolt. Unharmed. Wie sieht es mit euch aus? Die ist halt auch noch bereit zu kämpfen. Mal Shoot Bolt und dann 45%ige Chance, den zu treffen. 54 auf den. Auf den wird es wahrscheinlich auch effektiver sein, weil er kein Schild hat. Probieren wir das doch einfach mal. Was können wir jetzt noch machen? Reload. Ah, das sind die Action Points. Okay, ich verstehe. Reloaden kostet den ganzen Zug. Jetzt kommt Lars dran. Lars hat schon eine große Axt zu haben. Also gehen wir mal mit Lars hier hin. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einen Split Man zu machen. Round Swing, das wäre ein AOE-Angriff, ein Split Shield. Destroying Opponent Shield, das ist sicherlich keine schlechte Sache. Probieren wir das doch mal. Ja, haben wir sein Schild kaputt gemacht. Und jetzt kommt der nächste von uns dran, das ist der Wolf. Spearwall, das scheint eher so ein Tank-Char zu sein. Gehen wir mal mit dem hier hin. Und dann können wir vielleicht noch einen Thrust machen. So, jetzt wurde der gehauen. Der versucht, den abzuwerfen, so scheint es zumindest. Der hat den gehauen. Jetzt sind wir wieder dran mit dem Armbrustschützen, den wir hier haben. Wie viel kostet das? 2 AP. Dann können wir uns auch in Position begeben. Und können wir den finishen oder den anhitten. Probieren wir den zu finishen. Aber nicht getroffen. Jetzt habe ich natürlich wieder hier auf die Chance geschaut. Shieldwall. Hauen wir einfach drauf. Daneben. Probieren wir es nochmal. Wieder daneben. Mist. Was war mit ihm? Laden wir mit ihm mal nach. Ah, okay.
Der lädt also nicht automatisch jede Runde nach. Ist natürlich realistisch. So, wir haben vorhin das gemacht. 25 Fatigue. Fatigue sorgt dafür, dass... Ah, wir mussten uns eine Runde ausruhen, weil der zu heftig war, der Angriff. Und versuchen wir doch jetzt einfach mal, den hier zu hauen. So, dem haben wir jetzt also jede Menge Schaden gemacht. Und jetzt warten wir. Probieren wir da auch noch zuzustechen. Das hat nicht mehr funktioniert. Okay, jetzt ist er wieder dran. Er lädt nach und schießt. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir hier 59 Schaden bekommen auf Wolf, aber das ist ja auch unser Tank. Sag ich mal. Ich habe ihn jetzt zum Tank genannt, einfach weil er ein Schild hatte. Loot, was haben wir bekommen? Found Loot, eine Hatchet, eine Axt. Nehmen wir natürlich alles mit. Lassen nichts zurück. You're alive, you've won. Bernard's dead, they slit his throat. So. Wir. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe es jetzt bloß drüber gelesen, weil ich nicht wollte, weil ich es nicht ganz lesen wollte. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mussten wir einfach bloß die Bande von diesem Kollegen kaputt machen. Haben wir sowas wie ein Lock vielleicht oder ein Journal? Ne, das scheint man nicht zu haben. Zumindest habe ich es jetzt auf der Tastatur nicht gefunden. Camp. Factions and Relations. Gibt drei große Häuser, okay. Das ist also die ganze Map. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal unserem Auftrag nach und gehen nach Nordholz, um bezahlt zu werden. Nordholz gibt es Ruinen, ein Lumbercamp und eine Hunter's Cabin, also kann man jagen. Und vielleicht können wir dort ja ein paar Männer anheuern. So, what a sorry display. Welcomes you. Okay, der versorgt uns jetzt also ein bisschen wie Killed His Man. Ja, also es war unser Auftrag, seine Leute umzubringen und wahrscheinlich auch ihn selber. Ah ja, also es war einfach unsere Aufgabe, hier die Briganten aus der Gegend zu beseitigen. Jetzt sagen wir mal, dass wir erwarten, bezahlt zu werden. 400 Kronen bekommen wir dafür. Und jetzt haben wir das Geld bekommen. 400 Kronen wird man nochmal dafür bekommen, wenn wir Hoggard jetzt umbringen, bietet er uns an. Kill that bastard. Hoggard, ja. Ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall. Erstens machen wir dann gleich wieder direkt einen Auftrag. Und der scheint ja auch einige unserer Männer auf dem Gewissen zu haben. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das an. Excellent. My little birds will need some time to find where Hoggard is hiding right now. I suggest you see about stocking up on supplies and you'll be good and ready. Also, wir sollen einfach wieder unsere Vorräte auffüllen, vielleicht ein paar Männer anheuern, würde ich sagen. Und, we need more men, genau. Wir sollen nach Halsburg in Osten gehen. Dort können wir neue Männer anheuern. Dann würde ich sagen, schauen wir doch jetzt erstmal hier, was wir hier finden. Hire new men. Daily Wage. Natürlich gerne sehen, was die so können. Background Apprentice, also das ist wohl ein Geselle, das ist wohl ein Schneider. Es sind jetzt beides wohl nicht die geeignetsten. Er war Lumberjack, das heißt, er kann zumindest mal mit einer Axt umgehen. Wie viel Gold haben wir denn? 2004. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal alle mit. Ich denke, wenn die überhaupt nicht kämpfen könnten oder wollten, dann würden wir die gar nicht erst angeboten bekommen. So, wir haben
Con und wir haben Bandages. Also das ist quasi unsere Supply, da brauchen wir nichts weiteres erstmal. Hier können wir noch Rüstung und Hüte und sowas kaufen. Ich glaube. Jetzt gucken wir mal bestimmt rein, das ist unser Stash, da haben wir noch diese Axt. Perks. Wer ist denn jetzt unser Anführer? So was wie einen richtigen Anführer scheint es gar nicht zu geben. Dann würde ich sagen, dann ernennen wir jetzt einfach einen zum Anführer. Damit wir einfach noch ein bisschen Rollenspiel reinkriegen, sage ich mal. Haben wir denn irgendwas, was für einen Anführer wert? Moral, Resolve, Initiative, Chance to Hit und Fatigue. Ich würde sagen, wir nehmen den Armbrustschützen quasi mal als Anführer, weil von hinten kann man immer ein bisschen bessere dann Befehle erteilen. Da können wir dann später unsere Perks auch drauf anpassen. Er hat jetzt gar keine Waffe, dann geben wir ihm doch mal die Axt. Der hat auch keine Waffe. Der hat seine Waffe schon mitgebracht. Das heißt, wir brauchen jetzt mindestens mal noch eine Waffe und wahrscheinlich wären Schilder auch nicht schlecht. Bevor wir jetzt weiterziehen, kaufen wir also noch eine Axt oder irgendwas in der Richtung. Hier hätten wir nochmal so eine Hatchet. Nehmen wir doch einfach mal das hier. Und zwei kleine Schilde für die Jungs. Gut, dann verteilen wir die noch. Das Schild für dich und Schild und Axt für dich. Sehr gut. Jetzt weiß ich nicht. Kann man dich vielleicht usable in Combat? Ich vermute einfach mal, dass so Verwundungen, so Injuries mit der Zeit einfach mal heilen. Müssen wir jetzt von ausgehen. Visit Halsburg ist unsere Quest. Bowie Weapons and Armor for your man. Machen wir das doch einfach mal. Trading Caravan. Kann ich mit denen irgendwie interagieren? Das scheint nicht so zu sein. Gehen wir da runter. Ich vermute, man kann hier später auch schönen Handel betreiben. Also, dass südlichere Städte irgendwie Waren aus dem Norden eben kaufen, etc. So, Grimald seeks a word with you. Ah, also wir sind tatsächlich dieser Kerl. Okay, das habe ich vorhin irgendwie ein bisschen übersehen. Cities like these are great for selling goods as well as. Ja, genau das. Also, dort kann man gut Sachen verkaufen. Keep an eye out for bargains, also falls uns jemand abzocken will. If there's a good tavern, I say that we should go first. Nothing helps a man down his than a good pint. Also wahrscheinlich, um die Moral ein bisschen zu pushen, können wir dann auch Alkohol trinken in der Taverne und ich glaube, dort können wir dann auch wieder neue Leute anheuern. So. Jetzt gehen wir mal nach Halsburg. So, in Halsburg haben wir einen Tempel. Healing for our wounded, gucken wir doch mal. Aber der ist doch leicht verwundet. Achso, da steht doch dran, one day, dann wird er quasi geheilt in einem Tag. Dann haben wir hier eine Trainingshalle, einen Marktplatz. Hier können wir wieder Leute anheuern. Ah, das sind quasi die Kosten. Ich verstehe, ich verstehe. Einen Rattenfänger brauchen wir wahrscheinlich nicht, einen Bettler brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. So ein Apprentice nochmal. Wobei die günstigen Jungs, da können wir die vielleicht anheuern als Fernkämpfer. Die müssen ja nicht irgendwie besonders kräftig dann sein oder sowas. Okay, das soll es erstmal da gewesen sein. Weaponsmith. Ja, der hat natürlich Nahkampfwaffen. Ziemlich teure, klar. Marketplace. Jetzt will ich einen Bogen haben mal. Müssen ein bisschen schauen wegen Gold. Und Ammunition.
Einen Hund können wir da noch kaufen. Aber jetzt haben wir schon langsam kein Geld mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Also, jetzt habe ich noch einen, der gar keine Waffe hat. Und kaufen wir dem jetzt noch einen Speer. Eine 43 Gold. Ja, das passt schon. So, jetzt rüsten wir unsere Männer noch geschwind aus. Das war er. Ach, er hat schon einen Dagger mitgebracht. Okay, das wusste ich nicht, aber das ist ja kein Problem. Du hast da. So, wie ist das jetzt hier? Was brauchen wir da? Quiver. Wir brauchen wahrscheinlich noch sowas wie einen Köcher für den Kollegen. Was haben wir hier? Throwing Net, okay. Als Rattenfänger bringen wir ein Netz mit, sehr schön. Ah, okay, wir bräuchten noch einen Köcher für den Kollegen. Hoffentlich haben sie das hier und hoffentlich ist es nicht zu teuer. Quiver of Arrows, ja. Kaufen wir das doch. Dann geben wir den dem Kollegen hier. Das da. Okay. Gut. Dann, was haben wir hier noch? Ein Armorer. Da kann man natürlich teure Rüstung kaufen, das ist klar. Aber jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir ein bisschen Geld verdienen gehen. Return to. Machen wir mal Pause. Return to Ruth Hut of Nordholz in Nordholz. Jo, machen wir das doch. Da ist diese Trading-Karawane. Jetzt können wir mal ein bisschen schneller machen. Ich glaube, da wird uns nicht großartig irgendwas entgehen. So, unfinished business. Is pacing back. Finally you're here. I've got news. We've got hold on Hoggarts former man. Also wir haben einen von seinen älteren Leuten gefunden. My good friend has a nice little talk. Wir wissen jetzt, wo Hoggarts seine Wunden leckt. Okay. In einer kleinen Hütte in der Tundra östlich von hier. Also müssen wir wahrscheinlich hier hin, würde ich jetzt schätzen. Gut, schauen wir doch her. Genau, da müssen wir hin. Wie lange halten die denn? Two more days. Das heißt, wir müssen dann uns auch bald wieder Rationen kaufen. Ist gar nicht bei Nacht. Wahrscheinlich sollten wir auch mal schlafen wegen Ermüdung. Aber jetzt gehen wir da einfach hin und kämpfen noch gegen den. So, a few brigands, a brigand poacher. Ja, engage. Nichts anderes bleibt uns übrig. Und da jetzt Nacht ist, scheinen wir weniger zu sehen. Okay. Ja, gehen wir einfach. Oh, ja. Wir haben unsere Gegner gefunden. Gehen wir mal hier hin. Können wir vielleicht noch einen Schuss abschießen? 33% auf die ganzen Jungs hier hinten ist Hoggard. Ja, probieren wir es einfach. Vielleicht haben wir Glück. Ne, wir haben kein Glück. Und gehe wieder ein Stück zurück. Aber vielleicht auf High Ground wäre besser gewesen. Aimed Shot. Gehst du vielleicht noch auf High Ground? Wenn du von dort hinten versuchst zu schießen, es hat auch keinen großen Zweck, glaube ich. Der schießt auch daneben. Jetzt können wir unsere Jungs ranschaffen mal hier. Wir sind natürlich in der krassen Überzahl, das heißt, ich werde jetzt gar nicht so viel rumtaktieren. Einfach mal hier hin. Die Jungs mit dem Schild will ich natürlich nach Möglichkeiten in die Mitte schicken, damit die primär vom Gegner angegriffen werden. So, schaffen wir dich mal hier hin. Und ich schaffe mal hier hin. Gut. Neue Kampfrunde. Er fängt jetzt an zu kämpfen. Mit dem Netz, throw a net on your target in order to prevent them moving or defending themselves effectively. Also stand die quasi einfach ein bisschen. Im genau neun Punkten würde ich sagen, werfen wir erst unser Netz. Auf wen werfen wir das denn?
Wir müssen wahrscheinlich erst die Jungs in der Mitte wegwerfen. Hier bekämpfen, meine ich. So. Aimshot. Gucken wir mal. Even at a distance habe ich eine größere Chance, die zu treffen. Probieren wir es einfach mal. 30% ist jetzt nicht so eine Riesenchance, aber. Ja, sehr schön. Das hat funktioniert. Hier müssen wir einmal nachladen und dann würde ich sagen, laufen wir noch ein bisschen näher ran, damit wir einfach gleich besser schießen können. Wer ist das jetzt? Das ist er hier oben. Ich wollte eigentlich dahin, aber okay. Was haben wir hier? Split Shield. Das können wir versuchen. Dann kriegen wir sein Schild weg. Probieren wir es. Das scheint nicht funktioniert zu haben. Okay, das reicht mir. Vielleicht kriegst du sein Schild kaputt. Ja, jetzt ist das Schild kaputt. Und jetzt können wir ihn noch einmal normal schlagen. Hier können wir auch Split Man machen, würde ich sagen. Dann ist der nämlich jetzt fast schon. Ah, okay, dieses Zone of Control, also wenn man dran vorbei. Aua! Der hat jetzt gerade einfach mal meinen Kollegen komplett kaputt gehauen. Wir haben die Steam Achievement dafür bekommen. Lose your first Mercenary in Battle, vielen Dank. Ja. Der hier unten scheint Deep Abdominal Cut, also der hat einen schweren Schnitt im Bauch. Versuch mal einfach jetzt einen nach dem anderen auszuschalten. Split Man würde ich sagen, hier oben. Er ist ausgewichen, okay. Was könnten wir mit dem hier in der Mitte machen? Versuchen wir da einfach auch vielleicht Hoggard anzustechen. Nochmal. Ah, wir haben jetzt zweimal die Armor gehittet. Die scheinen also quasi einfach mehr Leben zu sein. Und der hat jetzt mit zwei Schlägen einfach einen meiner Jungs kaputt gehauen. Interessant. Was haben wir denn hier für Trefferwahrscheinlichkeiten? 32%. Daneben, sehr schön. Hier vielleicht nochmal so einen gezielten Schuss. Sind überall scheiß Wahrscheinlichkeiten zu treffen. Dann gehen wir jetzt einmal weiter hier vor. Beenden den Zug an der Stelle. Jetzt ist das der hier oben. Der scheint immer noch nicht so ganz. Den haben wir noch nicht mal angehauen. Doch ein bisschen. Ja, ich würde sagen, dann schlagen wir jetzt einfach zweimal zu. Ja, dann stirbt er nämlich relativ schnell. Scheint ein bisschen glücksabhängig zu sein, wie viel Schaden man macht. Und normale Angriffe scheinen schon ziemlich effektiv zu sein, wenn ich das hier mir so angucke. Split Man. Das hat wieder nicht funktioniert. Mist. Vielleicht hat es hier auch einen Groundspring getan. So, jetzt gehen wir hier nochmal an Hoggard ran. Und versuchen, Hoggards Schild kaputt zu machen, würde ich sagen. Das ist das Effektivste, was wir jetzt machen können. Jetzt haben wir auf jeden Fall Schaden an seinem Schild gemacht, würde ich schätzen. Beenden den Zug an der Stelle. Der Kollege schießt daneben. Der hat sich vom Netz befreit. Das hat ihn aber einen ganzen Zug gekostet. Und der wollte sich wahrscheinlich bewegen und wurde jetzt von der Zone of Control meines Typen kaputt gemacht. So ein gezielter Schuss. Ich verstehe nicht so ganz, warum der nicht gut treffen kann. Ist der irgendwie besonders schlecht als Schütze, oder? Ah ja, daran liegt das. Na gut. Gehen wir mal hier hin. 20%, ja, es ist mehr als nichts, ehe der jetzt nur rumsteht. Na gut. Dann, ja, wie gut bist du denn als Schütze? Schon besser. Ah, da hätte ich wahrscheinlich vorher drauf gucken müssen, bevor ich die anwerbe, womit die denn gut sind. Aber das habe ich natürlich nicht sofort gesehen, die Option, vielleicht aus der Nähe, dass du ein bisschen besser triffst. Okay, ist aufs Schild gegangen. Jetzt hat Hoggard wieder einen kaputt gemacht, Scars for Life. Der hat eine Permanent Injury bekommen. Ja, der ist permanent tot, würde ich sagen. Wenn ich jetzt das so mache. Hier habe ich eine 37%ige Chance zu treffen. Ja, probieren wir es. Ja, ein Kopf weniger, sehr schön. Bisschen blutrünstig.
Jetzt kommt er. Vielleicht von hinten an Hogger dran, dass wir da einen Bonus kriegen. Mal auf sein Schild drauf. Jetzt versuchen wir ihn einfach mit normalen Stichen, in Anführungszeichen, um die Ecke zu bringen. Jetzt laufen wir hier einfach hin. Aus nächster Nähe können wir nicht schießen, gut zu wissen. Einmal nachladen, bitte. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Seine Rüstung zerfällt. Versuchen wir doch einfach den hier zu hauen. Hat nicht geklappt, leider. Der haut bei mir zu. Scheint jetzt so eine Verteidigungsposition eingenommen zu haben, aber wir stechen einfach zu. So, das war Hoggard. Jetzt können wir hier sogar noch ranlaufen an den. Beenden wir den Zug an der Stelle. Irgendwie gedacht, dass der jetzt vielleicht moralmäßig mal langsam aufgibt, weil er uns alle seine Kameraden abgeschlachtet. So, ja, versuchen wir dich einfach hier hinter ihn zu bringen, falls er eben doch noch fliehen möchte. Du lädst einmal nach, bringst dich auch hinter ihn. Und du haust jetzt bitte einfach zu. Müssen wir rangehen. Und da haben wir es geschafft. So. Unsere Liste an Verwundeten. Leichte Wunden und ein Bruised Leg. Das heißt, ja. Braucht 2, 3 Tage zum Heilen. Haben 2 Männer verloren. Der hat einen Finger verloren und eine aufgeschnittene Arterie. Das ist jetzt die Frage, um ehrlich zu sein. Ob es sich überhaupt lohnt, den am Leben zu halten. Auch wenn das ein bisschen hart an der Stelle klingt. Dafür haben wir jede Menge Sachen gelootet. Das sollte alles ein bisschen was wert sein. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann würde ich sagen, beende ich an der Stelle mal das Video. Moment. Ja, for the company. For all the men who fallen. Yep. Grimald spuckt auf das tote Gesicht von dem Hoggard. Genau, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir das Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann, bye bye.